Nach 30 Jahren kommt Roger Waters mit The Wall zurück. Und es funktioniert immer noch. Es ist lange her. Pink Floyd in den 60ern. Das sind vor allem Roger Waters und Syd Barrett. Die beiden sind seit ihrer Kindheit befreundet. Syd Barrett ist der kreative Kopf der Band. Er textet, komponiert, hat auch den Bandnamen kreiert. Vor allem prägt Barrett den experimentellen Stil der Band, den psychedelischen Rock. Doch er ist nicht geschaffen für das Pop-Business, nimmt immer mehr Drogen, driftet ab und bekommt nach einer Überdosis LSD einen schizophrenen Schub. Nach nur 3 Jahren muss er die Band verlassen. Trotzdem geistert er bis heute wie ein Phantom durch Pink Floyds Musik. Barrett war für die Band entscheidend, aber nur, weil er ihnen nicht mehr aus dem Kopf ging. Sie waren wie besessen von ihm, so weit, dass sie nichts erschaffen konnten, was nicht mit ihm zu tun hat. Dahinter stand ein extrem schlechtes Gewissen, ein Schuldgefühl. Noch Jahrzehnte später erscheint Barrett bei Roger Waters Konzerten auf der Leinwand. Er ist der Diamant im späteren Hit Shine on You Crazy Diamond. It describes how I experienced. Der Song beschreibt, wie ich den Zerfall seiner Persönlichkeit erlebt habe und mein Bedürfnis, damals und heute, ihn und sein Talent zu ehren. Aber er soll auch meine Liebe für ihn zeigen. To celebrate him and his talent and his humanity and to express the love that I have for him. Schon früh experimentiert Syd Barrett mit Drogen. Später, da ist er schon 5 Jahre nicht mehr bei Pink Floyd, besingen die restlichen Bandmitglieder seinen kaputten Blick, die Augen wie schwarze Löcher im Himmel. Gerade als die übrigen Bandmitglieder sein Lied im Studio aufnahmen, sahen sie plötzlich am Fenster einen dicken, kahlköpfigen Mann. Ich habe ihn überhaupt nicht wiedererkannt und die anderen auch nicht. Ich habe ihn nicht erkannt. Er hatte sich alles, auch die Augenbrauen rasiert, war fett geworden. Ich habe gefragt, wer ist das? Und sie sagten, das ist Syd. Es hat uns echt fertig gemacht. Roger hatte Tränen in den Augen. Ich habe geheult. Es war total schockierend. In Alan Parkers Film The Wall spielt Bob Geldof den ausgebrannten Rockstar Pink. Viele Szenen erinnern an Syd Barrett. Tagelang saß er bewegungslos vorm Fernseher. Die Szene im Film, wie die Zigarette zwischen den Fingern runterbrennt. Ich bin in den Raum reingekommen. Ich habe das gesehen. Eine desaströse Amerika-Tour Anfang 1968 ist das Ende von Syd Barrett bei Pink Floyd. Da hatte Roger Waters bereits David Gilmour als Ersatz in die Band geholt. Ich habe dann Syds Parts gelernt, gespielt und seine Songs gesungen. Syd stand einfach daneben. Manchmal spielte er, manchmal nicht. Sehr seltsam. Syd geht von der Bühne und wird zum großen Abwesenden, der irgendwie doch anwesend bleibt. Roger Waters hat Syd immer beschützt wie einen kleinen Bruder. Aber später, als großer Bandleader, fühlte er sich verantwortlich für Syds Abgang, weil er ja Gilmour geholt hatte. Der Roman Mr. Pink Floyd, den der italienische Autor Michele Mari aus Barretts Geschichte gemacht hat, ist eine irre Mixtur aus erfundenen Zeugenaussagen, Geständnissen und Klagen aus dem Jenseits. Alle sprechen, nur Syd Barrett nicht. Und doch ist er im Roman lebendiger als in jeder Biografie. Mit 22 Jahren geht Syd Barrett zurück in seine Heimatstadt Cambridge und schottet sich ab, für immer. Er sammelt Gitarren, die er nie mehr spielt. Und er malt, wie schon in seiner Kindheit. Viele Bilder fotografiert er und zerstört sie dann.
2006 stirbt Barrett. Sein Tod heizt den Mythos um ihn neu an. Jetzt erst, 2011, sind die besten Bücher über ihn erschienen. Wish you were here.